Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dragonest. Wir haben zum einen haben wir erstmal eine Nachricht bekommen, das ist noch vom Valentinstag-Event. Da sind noch im Allgemeinen viele Kisten hier noch mit drin. Warum das jetzt noch immer da ist, dieses Valentinstags-Event? Na, fragt mich nicht. So, wir können ja mal die Truhe noch öffnen und es steht in dieser Folge auf jeden Fall dieses Nest an. Und vielleicht habe ich danach nochmal Bock, irgendwie ein bisschen PvP zu machen. Schauen wir mal. So, oh. Dragonware Gaming Laptop. Ach so. Okay. Ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie was Spezielleres, irgendwie sowas in die Richtung, keine Ahnung. Ja. So, aber irgendwie gibt es hier bei diesem Valentinszeug nur Scheiß. Nimmt es mir nicht übel, aber ich finde das irgendwie gut. Man kann natürlich die Freundschaft steigern, bekommt dann meinetwegen einmalig irgendwelche Items oder sowas in die Richtung, aber das launt doch halt nicht so wirklich. Das launt nicht, meiner Meinung nach. Handtasche der neuesten Kollektion. Ja, man kann ja nicht mal, also man kann nur Geschenke machen. Na gut, Valentinstag ist halt nur für Geschenke da. Na, also wir sind natürlich schon Ewigkeiten raus aus dem Valentinstag, also jetzt da, wo die Folge natürlich rauskommt, zum einen und zum anderen auch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Valentinstag war, glaube ich, ach du Scheiße, jetzt habt ihr mich aber erwischt, ich glaube nämlich am 14. Februar, glaube ich, und das ist nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme gut 14 Tage her und müsste aber eigentlich so hinkommen, müsste so hinkommen. Nagelt mich da bitte nicht so auf Datums fest. Ja, ich denke, ihr wisst das, wie das ist, so mit Datums und so weiter. Ja, das ist dann immer manchmal so eine schwierige Sache. Ja, ich wollte auf jeden Fall mal in den Garten von Raum und Zeit, müsste da heißen. Ich bin ja so selten dort. Das sind ja diese Dungeon, beziehungsweise diese Nester. Da bin ich mal gespannt, wie das hier, ob ich da bei dem einen Nest hier irgendwie vorankomme oder ich dort irgendwas leisten kann. Da haben wir ja noch eine Quest und ich habe mir gedacht, na gut, wenn wir sowieso schon mal hier sind, ne? Dann können wir da auch mal reingehen und schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, ich muss mal gucken, was haben wir denn jetzt? Wir sind ja jetzt schon im Nestbereich. Wir hatten erstmal die ganzen Questen, muss ich erstmal rausnehmen. Beziehungsweise wenn dann, glaube ich, davor noch irgendwie was gewesen, aber Nest der Titan. Solo-Mode. So, Nest der Apokalypse, Nest des Erzbischofs, Nest der Titanen. Solo-Mode. Okay. So, erwartete Erfahrung 2,2% ist nicht allzu viel. Aber wir gehen einfach mal rein. Wir haben sowieso noch EXP-Event laufen. Nest der Titanen. Da sind wir auch schon drin. So, wenn ich wüsste, wo das Zentrum ist, ne? Das Tor wird geöffnet. Okay. Okay, und jetzt? Hi. Können wir das angreifen? Ah ja. Okay. Das war die Ulti, scheiße, ey. Das ist schlecht, das ist Giftgas. Und was muss ich da jetzt machen bei dem Giftgas? Scheiße. Wo muss ich jetzt hin mit dem Giftgas? Ja, okay, kann ja wieder mich wiederbeleben. Ich habe ja noch 5 Wiederbelebungen. Bin ja heute noch nicht gestorben. Muss ich hier irgendwas machen? Keine Ahnung, ne? Oder wo stellt man sich da hin? Schwierige Sache. Hier kommt man noch nicht durch. Okay. Ist noch irgendwas am Leben. So, jetzt bricht das natürlich auf. Wird wahrscheinlich nochmal das mit dem Gas kommen irgendwie. Aha. So, und jetzt? Ja, geil. Ja, geil. Einfach geil. Und was soll ich da jetzt machen? Giftgas verschwindet. Ach so, das wird wahrscheinlich schon das Richtige gewesen sein. Okay.
Okay, das war schon das Richtige gewesen. Ganz am Ende des Raumes hinstellen, dass man sich, ja, Gas breitet sich ja natürlich aus, ist ja logisch, ne? Also das war jetzt einfach das Logischste gewesen, was mir eingefallen ist. Einfach irgendwo hinstellen. Vielleicht habe ich jetzt nur Glück gehabt, aber ich denke schon, dass ich wüsste jetzt nicht, wo man sich hinstellt, wenn Gas irgendwo ist, ne? Außer sich halt in die letzte Ecke zu verkriechen, wenn es sowieso dann irgendwann wieder verschwindet. Okay. So, Warnung Invasion festgestellt. Das heißt, wir müssten eigentlich mal wieder irgendwo an ein Ende ran. So, Giftgas breitet sich mal wieder aus. Beziehungsweise eigentlich auf den niedrigsten Punkt, oder? Okay, Giftgas ist wieder verschwunden. Ja, Ulti wieder gewastet ohne Ende. Ah, geil. So. Oh, da haben wir den ersten Boss, Geist der Unsterblichen. Aha. Okay, der ist schon mal weg. Das heißt, es müsste eigentlich jetzt hier gleich weitergehen irgendwie. Okay. Ein Teleporter wurde aktiviert. Eins von vier. Eins von vier Bossen oder sowas in die Richtung. Hä? Kein Teleporter? Doch. Mit der Aniken-Waffe. Okay, mit der Aniken-Waffe. Alles klar. Einfach geil, ey. Einfach geil mit der TP hier irgendwas zu reißen. Das wird einfach mal gar nichts, ne? Das ist einfach mal nicht möglich. Ich werde wieder sterben. Ich werde einfach sterben. Ja, okay, der erwacht irgendwie gleich. Okay. Ja. Okay. Hä? Alter, kann ich noch nichts machen hier irgendwie. Muss ich hier die ganzen Dinger wegkloppen oder was ist denn? Einfach geil. Einfach geil. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. So. Die Pflanzen zerzählen mich scheinbar. Habe ich jetzt mittlerweile auch festgestellt. Was? Erwacht. Erwacht jetzt. Okay, er ist erwacht. Okay, das ist einfach mal richtig scheiße. Weiß nicht, was ich dagegen machen soll, ey. Ich kann maximal mal gleich mal auf meine Ulti warten. Warte mal. Meine Ulti ist gleich ready. Noch 4000 DP von. Lalalala. Ulti ist ready. Na, schade, macht aber irgendwie nicht so den Schaden, wie ich mir das gehofft habe. Meine Buffs sind aber auch ein Stück weit noch ausgelaufen. Okay, das war Tod Nummer 2. Also fünfmal können wir hier ja auf jeden Fall sterben. Von dem her alles easy. Aber wir versuchen das jetzt mal noch ohne weiteren Tod mal noch irgendwie hinzubekommen. Wo ist denn jetzt hier noch der Heini da sein? Okay, ich habe ja jetzt wieder, ach stimmt, ich habe jetzt wieder alle Cooldowns wieder ready. Das heißt, wir können ja einfach mal nochmal mit Ulti schön reinspringen. Wird. Was? Was? Manu. Der wollte mich einfach ärgern, ey. Das gibt es, ehrlich jetzt, das gibt es doch einfach nicht, ey. Wieso hat er, wahrscheinlich durch diese starke AOE, die er da gemacht hat. Aber gut, woher soll ich natürlich auch wissen, was dieser Boss auch kann. Wie gesagt, es ist nach wie vor, auch wenn ich schon 300 Folgen dieses Let's Plays auf meinem Kanal habe, es ist nach wie vor ein Spiel, welches ich blind spiele und es, ja, ich möchte ganz gerne dieses Spiel halt auf jeden Fall durchziehen, das ist so mein Aspekt des Ganzen und ich habe es angefangen und
gefällt mir eigentlich bisher nach wie vor relativ gut und bin natürlich auch auf den Endcontent jetzt gespannt, gerade wenn man schon Level 50 ist, will man das Spiel natürlich auch durchziehen. Und ich denke, es ist durchaus... Okay. Verdummt, hä? Was habe ich da jetzt für eine negative Eigenschaften dadurch? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was mir das Spiel damit sagen will. Ach so, ah. Ah, die Spielmelodienoten hier. Ah, Test bestanden, okay. Ach so. Aber ich bekomme trotzdem Monster oder was? Wo ich den Test bestanden habe. Die letzte wird auf jeden Fall lustig werden. Oh, ob ich das jetzt noch hinbekomme? Ah, okay, gut. Yay, hinbekommen. Ah, da ist er ja schon. Ja, moinsen. Oh, so schwer ist, so stark ist er gar nicht. Was hat er denn hier fallen gelassen? Für eine Münze? Ah ne, ein Grabmal. Ist das hier irgendwas? Döns. So, ein Licht brennt noch. Der Rest ist schon erloschen. Okay. Tor des Aufsehers. Geht's direkt hier weiter? Oh ja. Oh ja, nach dem eher einfachen Kampf geht's direkt... Eieiei. Aber wobei, so schwer ist es gar nicht. Es geht. Beziehungsweise die Frage ist, beziehungsweise die Sache ist ja die, immer ob der dann auch wieder so eine Drecks-Ulti wieder hat oder was in die Richtung. Oh, eine Falle wurde aktiviert. Geil, einfach geil. Ja, Ultis sind noch nicht ready, ist noch gar nichts ready wieder. So, und ich merke selber gerade, dass ich gerade auch mit diesem Anti-CC auf jeden Fall relativ viel arbeite. Mittlerweile schon, gerade auch durchs PvP bedingt war es. Aber ich glaube, ich mache jetzt genau das Umgekehrte, was ich eigentlich machen will. Okay, gut, den Boss haben wir auch. Das heißt, wir müssten gleich zum Endboss kommen eigentlich. So, das letzte Feuer Wu ist auch erloschen. Okay, wir müssen jetzt eigentlich wieder dorthin kommen, wo wir waren am Anfang. Tor zum Zentrum des Nests wird geöffnet. Ah, okay. Das Titanennest. Und da ist er, unser Titan.
Nicht Oliver Kahn, sondern, wie heißt er? Der Maha. Maha. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Aber müsste eigentlich funktionieren, also. Das ist ja dafür ausgelegt, eigentlich. Natürlich schwieriger, klar. So, zack. Eieiei. Huiuiuiui. So, haben wir hier noch einen. Ja, komm. Haben wir hier noch unsere Ulti. Es steht gerade so günstig und, okay, und das war's dann auch schon. Hat mich, also der Boss war nicht wirklich schwer. Ich glaube, ein, zwei Zwischenboss habt ihr ja gesehen, die schon ein bisschen schwieriger waren. Aber so ganz im Allgemeinen, muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Mit dem One. Sehr zufrieden sogar. Ein Nest sozusagen geschafft, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der Solo One war. Aber muss man auch erstmal schaffen. Beziehungsweise ihr werdet das wahrscheinlich sowieso schaffen, ne? Und ihr werdet wahrscheinlich eben nur mal reinklicken, wie weit ich denn so im Allgemeinen gekommen bin, beziehungsweise vielleicht auch, weil euch natürlich auch so im Allgemeinen interessiert, wie wie das Spiel meinetwegen im Endbereich dann noch aufgebaut ist. Und so ungefähr kann man schon das Fazit halt ein Stück weit so ziehen, ne? Also wir haben natürlich sehr viele gruppenmäßige Sachen, also die Dungeons sind natürlich immer sehr, ist so ausgerichtet, relativ monoton meistens ausgerichtet, muss man sagen, aber wir haben auch viele Dungeons, ne, und durch die vielen Spieler, die es ja doch noch auf dem Server hier oder auf den Servern im Allgemeinen gibt, kann man schon, denke ich mal, im Allgemeinen sagen, wie komme ich wieder hier raus eigentlich? Ah, der hat keine Aufgabe für mich. Ich wäre aber gerne hier raus, ne? Ich habe immer noch kein Level ab. Wo komme ich denn raus? Hier, himmlischer Hafen. Na, da. Da ist himmlischer Hafen. Okay. Und, ja, hier ist doch eine schöne Szene zum Beenden der Folge. Und, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, PvP werden wir noch mal ab und an immer mal ausprobieren. Und, ja, schauen wir halt einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.